Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder reinschaut. Sarah und ich sind zurzeit eine längere Zeit auf dem Saar-Hochwaldweg unterwegs. Die Gesamtstrecke geht von Schwarzenholz bis nach Braunshausen zum Peterberg. Heute sind wir auf der ersten Etappe unterwegs und zwar von Schwarzenholz bis nach Göttelborn. Die Wanderung hat etwa 23 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, dann kommt mit. Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder im Auto. Die Tour hat uns landschaftlich wieder sehr gut gefallen. Nur eben der Belag, es war viel Asphalt. Aber es waren auch viele breite Wege dabei. Uns hat es diesmal nichts mehr ausgemacht. Ich denke, wir sind jetzt trainiert durch den Panoramaweg St. Wendler Land, den wir vor 2 Wochen gelaufen sind. Was auch nicht so gut war, war die Beschilderung. Mal da, mal nicht da. Und am Anfang die Parkplatzsuche. Wir haben uns auf die Hauptstraße von Schwarzenholz gestellt. Ich hoffe, das Auto ist nachher nochmal da, wenn wir es holen gehen. Naja, was soll's. Wir bedanken uns wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch und über Kommentare auf jeden Fall sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao.
Sarah und ich sind heute auf der ersten Etappe des Saar-Hochwald-Weges. Die erste Etappe. Nee. Dumme Radfahrer. Da kommen ganz viele Radfahrer. Ich mach's aus.